Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Als allererstes ein ganz, ganz dickes, fettes Sorry, dass ich glaube 3 Wochen oder so keine Videos kamen. Aber alle, die bereits meinen Community-Post gesehen haben, wissen, ich hatte die Grippe und ich war komplett heiser. Ich habe keine einzige Note rausgebracht und meine Stimme kam jetzt langsam, aber sicher wieder. Ihr hört, es ist noch bisschen klamm, also die Stimme. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Stimme ist noch ein bisschen klamm. Aber es geht, glaube ich, wieder. Und ich freue mich so. Ich habe das Adopt Me Update, das ihr jetzt hier gerade seht, natürlich schon angeguckt. Nicht 100% ganz. Also ich habe zum Beispiel mit dem Bad Dragon noch nicht angeguckt und die Pets. Aber ich war natürlich schon online. Ich gehe einfach mal ganz kurz aus meinem Haus raus. Ihr seht gerade, Sauron ist schon fast ausgelevelt, der kleine Bub. Ich habe bis jetzt 20.440 von dem Candy gesammelt und morgen gibt es ja bereits eine Box, die wir definitiv morgen im Update aufmachen werden. Heute könnt ihr aber mal wieder was gewinnen. Ihr wisst, meine Lieblingsupdates in Adopt Me sind immer Halloween, also da ist Sauron her, und Weihnachten. Und ich versuche immer an Halloween und an Weihnachten jeweils das Robux-Pad zu verschenken an einen von euch. Den Sauron, den habe ich schon verschenkt, also natürlich nicht meinen Sauron, sondern einen anderen Sauron. Der ging an die Scarlett. Sandy im Schnitt, bitte füg mal das Video ein. Ich mache immer ein Video, wenn ich ein Pad herschenke. Und das Video habe ich jetzt, glaube ich, schon vorbereitet. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber Scarlett, nochmal vielen herzlichen Dank, dass es bei dir so easy going war, dass ich dir den Drachen geben konnte. Und das war so entspannt und cool mit der Scarlett. Wir haben ausgemacht, wann wir uns treffen, haben uns getroffen. Ich habe ihr den Drachen gegeben und alles war easy. Und es war so einfach. In der Vergangenheit war das teilweise echt schwierig, die Pets an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und dass ich mich dazu entschlossen habe, den Bad Dragon herzuschenken. Das heißt, ihr könnt, wir machen mal ganz kurz den Shop auf, diesen wunderschönen Bad Dragon, den wir uns jetzt jeden Moment angucken, für 1000 Robux von mir geschenkt bekommen. Dazu fahren wir erstmal zu dem Schloss und wenn ihr meine Sandy seht, dann könnt ihr vielleicht erraten, dass ich Rosa sehr, sehr gerne mag und dieses Update ist einfach für mich. Ich liebe alles in diesem Update. Ich kenne bis jetzt nur den Weg zum Adventskalender, denn da müssen wir jeden Tag hin und unser Geschenk abholen. Und das ist das Einzige, was ich bis jetzt angeguckt habe. Und ich glaube hier hinten, ja guck mal, hier sind die Pets. Oh mein Gott, und ich bin quasi dahinter gerannt und habe nicht links und rechts geguckt, weil ich wollte unbedingt einfach auch euch nochmal zeigen, welches Pet ich am liebsten mag und so weiter. Und das kann man schlecht, wenn man alle schon einmal gesehen hat. Oh mein Gott! Leute, ich muss auf meine Stimme aufpassen. Oh mein Gott, sonst ist meine Stimme morgen wieder weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott, ich sehe ihn zum ersten Mal in-game. Wie gesagt, ich habe es vermieden, dahin zu gehen. Und oh mein Gott. Den kleinen Buben oder das kleine Mädchen könnt ihr gewinnen. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Mädchen, weil ich habe ja Edward. Das ist mein normaler Bad Dragon. Und sie wird dann, weiß ich nicht, ob sie die Bella wird. Keine Ahnung. Also falls ihr Twilight kennt, Edward und Bella. Aber oh mein Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich lieb's. Den Namen liebe ich nicht. Strawberry Shortcake Bad Dragon ist meiner Meinung nach viel zu kompliziert. Strawberry Bad Dragon hätte gereicht. Strawberry Shortcake ist eine Torte in Amerika, ist die sehr, 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 sehr berühmt. Ich weiß nicht, ob die bei uns auch so berühmt ist, ich glaube nicht. Aber oh mein Gott, ich lieb's. Und wie ihr die kleine Maus gewinnen könnt, sage ich euch natürlich gleich noch. Oh mein Gott, du bist ja süß, was kostest du? 9000 Gingerbread, oh, das geht aber, ne? Habe ich gesagt. Und der Ice Moth Dragon kostet 120.000. Okay. Und dann haben wir noch den Irish Elk für 35.000. Oh mein Gott, ich brauche sie alle. Leute von heute, ich brauche sie definitiv alle. Okay, lass uns mal ganz kurz diesen Bad Dragon kaufen. Oder diesen Strawberry Bad Dragon. Guckt mal, hier steht auch nur Strawberry Bad Dragon. Das hätte mir persönlich viel besser gefallen, weil das irgendwie halt so ein bisschen besser ausgesehen hätte. Egal, Leute. Wir kaufen den jetzt natürlich. Ich habe danach noch 500, das heißt, meinen eigenen Bad Dragon muss ich in ein paar Tagen kaufen, wenn ich wieder Robux bekomme. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich muss ja eh noch
den Sauron austrainieren. Oh mein Gott, bist du toll. Bist du genauso? Ja, du siehst exakt... Warte, was? Und sie so, okay, das war mega anstrengend mit dir. Ich muss jetzt schlafen. Schade, okay. Wir holen mal ganz kurz Edward. Edward hat noch seinen süßen Hut auf. Und ich glaube, dass der... Ja, und, aber... Moment. Die kleinen Füßchen. Haben die kleinen Füßchen da auch mitgewippt? Wartet bitte, wir müssen das ausprobieren. Na, why? Adopt me, excuse me. Das geht gar nicht. Das ist ja genau das Schöne an dem Bad Dragon, dass der sich da so biegt und seine kleinen Füßchen in die Luft streckt. Warum macht der neue Bad Dragon das nicht? Statement von Adopt Me. Gab es ein Statement von Adopt Me? Denn, also, man könnte ja meinen, der ist tot. So, wir haben jetzt gewartet, bis es wieder hell wird. Ich habe sie jetzt Strawberry genannt. Und sie möchte eigentlich noch in die Schule und hat eigentlich noch Durst. Aber wir gucken uns jetzt das Update an. Und ich sag euch, bevor wir uns das Update angucken, natürlich, wie ihr die kleine süße Maus gewinnen könnt. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Als allererstes lasst einen Like und einen Kommentar auf diesem Video da. Schreibt unbedingt euren Roblox-Namen in die Kommentare, weil ansonsten kann ich euch natürlich keine Freundschaftsanfrage schicken und wir können uns in Roblox nicht treffen. Außerdem müsst ihr mir auf Roblox folgen. Das geht relativ simpel. Ihr öffnet einfach die Videobeschreibung von diesem Video, guckt, wo drauf steht, wo mein Roblox-Profil ist, klickt da drauf, drückt in Roblox auf die drei Punkte und drückt Folgen. Das letzte, was ihr machen müsst, ist auch ziemlich simpel. Ihr tritt einfach meiner Gruppe Team Sandy bei. Natürlich ist die Gruppe auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt, aber ihr findet sie natürlich auch, indem ihr auf mein Profil geht, ein bisschen runterscrollt und da steht dann Team Sandy. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Ein Abonnent müsst ihr natürlich noch sein. Aber ich hoffe, dass ihr das alle seid, wenn ihr meine Videos guckt. Falls nicht, dann abonniert und vergesst, wie gesagt, nicht das Video zu liken. Ich wünsche euch allen mega, mega krass viel Erfolg. Und falls ihr euch gerade fragt, wie lange ihr Zeit habt mitzumachen, ihr habt genauso lange Zeit, wie das Update in Adopt Me bleibt. Das heißt, am Tag nach dem Update werde ich den Gewinner ziehen und wie immer in meinem Community Post oder wie immer neu in meinem Community Post bekannt geben. Und wir können uns dann in Adopt Me treffen. Und ich schenke dir die kleine Strawberry. So, jetzt gucken wir aber einfach nochmal ganz kurz. Da hinten sind die Pferde. Oh mein Gott, Leute, ich muss auf meine Stimme achten. Ich muss auf meine Stimme achten. Oh mein Gott, ich lieb... Oh mein Gott, aber was? Kostest du nur 500 Gingerbread? Ja, ich möchte dich bitte. Oh mein Gott, ich bin schon so gespannt, wie viel die Boxen kosten, die morgen rauskommen. Wie gesagt, ich mache definitiv Boxen auf. Ich werde versuchen... Minigames-Snob. Ah, da unten sind die. Das habe ich auch schon gesehen. Da bin ich einmal runtergefallen aus Versehen. Und ja, ich versuche noch ein paar Gingerbread hier. Habe ich gerade vorhin immer Candy... Ich glaube, ich habe Candy gesagt, ne? Ich meinte Gingerbread. Ich bin hängen geblieben in Halloween, glaube ich. Und ich versuche noch ein bisschen zu farmen, falls die auch wieder so teuer sind wie die bei Halloween. Aber wenn die wirklich so teuer sind wie zu Halloween, dann werde ich auch nicht viele aufmachen morgen. Mal gucken. Aber ihr wisst Bescheid, ich liebe Pferde und oh mein Gott, das ganze Thema ist ja Candy und rosa. Und ich freue mich einfach schon mega, weil ich kann mir vorstellen, dass es mega süß wird und ich kann mir auch vorstellen, dass ich die irgendwie gefühlt alle brauche. Ich danke euch, wie immer es fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!